Nachdem die Märkte das Jahr 2023 mit einer Rallye beendet haben, haben wir zunächst eine Korrektur zu Beginn diesen Jahres gesehen. War es das jetzt schon mit der Korrektur? Wie der Anstieg des S&P 500 auf neue Rekordstände vermuten lässt? Oder steht uns noch etwas bevor? Wir gehen davon aus, dass es noch eine weitere Korrektur geben wird. Der Grund dafür ist, dass das Thema Inflation weiter ein Thema bleibt. Auf der einen Seite sehen wir, dass bei den Güterpreisen die Rohstoffpreisrückgänge die Wirkung nicht mehr so erzielen können, wie das vorher der Fall war. Und gleichzeitig haben wir einen Anstieg der Transportkosten. Das hat zum einen mit geopolitischen Risiken zu tun, wie die Angriffe auf Frachtschiffe im Roten Meer, oder mit dem Klimawandel zu tun, wie der Rückgang der Wasserstände im Panama-Kanal zeigt. Zum anderen sehen wir, dass bei der Dienstleistungsinflation der Druck hoch bleiben wird. In den USA hängt dies mit dem weiterhin gut laufenden Arbeitsmarkt und dem davon ausgehenden Lohndruck zusammen. Und in Europa gibt es auch weiterhin hohe Lohnforderungen. Hier sehen wir aber mehr Druck von der administrativen Preisseite. Viele Gebühren und auch Versicherungsbeiträge dürften zum Jahresbeginn steigen. Und zudem dürfte eine Komponente einen zusätzlichen Inflationsdruck nach oben zeigen. Das sind die Mieten. Hier haben wir zum einen den Einfluss der indexierten Mieten, die auf den vorangegangenen Anstieg der Inflation reagieren dürften. Und zum anderen, insbesondere in Deutschland, zeigt sich das Thema der Wohnungsknappheit. Also die Mieten dürften steigen und dementsprechend auch die unterliegende Inflation nach oben bringen. Das alles dürfte die Zentralbanker dazu bewegen, noch nicht so schnell die Zinsen zu senken. Das heißt, das, was momentan im Markt eingepreist ist, dürfte weiter korrigiert werden. Wir erwarten den ersten Zinsschritt der Fed erst im Juni und die EZB dürfte im September reagieren. Das ist früher, als wir ursprünglich erwartet haben, aber noch weit hinter dem, was der Markt derzeit einpreist, nämlich die erste Zinssenkung im April. Das heißt also, steigende Zinserwartungen dürften auch zu höheren Renditen am Kapitalmarkt führen und dementsprechend auch zu einer Neubewertung von Aktien. Das Thema Konjunktur dürfte dementsprechend keine große Rolle für die Kapitalmärkte in den kommenden Wochen spielen. Eine Rolle zurück auf der Tagesordnung dürfte aber das Thema geopolitische Risiken bekommen. Die Wahlen in Europa rücken näher und hier scheint es in vielen Ländern einen Sieg von Rechtspopulisten zu geben oder zumindest hohe Ergebnisse. Und auf der anderen Seite scheint eine Präsidentschaftskandidatur von Präsident Trump, dem frühen Präsidenten Trump, als fast sicher. Und dementsprechend wird das Thema geopolitische Unsicherheit wieder auf die Tagesordnung kommen. Und das dürfte auch an den Märkten zu höheren Risikoprämien führen. Insgesamt steht uns demnach eine weitere Korrektur der Märkte entgegen, bevor wir dann in einem gesetzteren, besseren wirtschaftlichen Umfeld bei niedrigeren Inflationsraten und wirklichen Zinssenkungen der Zentralbanken im zweiten Halbjahr eine positivere Entwicklung der Kapitalmärkte erwarten. Musik